Hallo und herzlich willkommen bei Waldis Pizzakanal. Das letzte Mal haben wir uns ja angeschaut, wie man perfekten original italienischen Pizzateig macht. Der allein bringt uns leider nicht ganz so viel. Wir brauchen auch die perfekte Tomatensauce. Da werde ich euch heute ein paar tolle Tipps zeigen und wie man das macht und was man alles dazu braucht. Das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß bei meinem heutigen Video. So, bevor wir jetzt loslegen und unsere Tomatensauce zubereiten, müssen wir erstmal klären, welche Art von Tomaten nehmen wir eigentlich. Entscheiden wir uns für die frische Variante oder nehmen wir doch lieber die Dosentomaten? Das wird jetzt den einen oder anderen von euch etwas verwundern, aber in den meisten Fällen haben die Dosentomaten ein paar entscheidende Vorteile gegenüber den frischen Tomaten. Und welche das sind, das versuche ich euch jetzt mal zu erklären. Ja, bei den frischen Tomaten ist es meistens so, dass die einen sehr langen Transportweg hinter sich haben, bevor sie dann bei uns in der Supermarkttheke liegen. Und um den Transport unbeschadet zu überstehen, werden die Tomaten in den jeweiligen Ländern unreif geerntet. Und das ist auch der größte Nachteil gegenüber den Dosentomaten. Bei den Dosentomaten ist es so, dass diese bis zu ihrer vollen Reife am Tomatenstrauch hängen bleiben können und gerade am Ende der Reifezeit entwickeln sich die meisten Aroma- und Inhaltsstoffe. Dann werden sie sofort nach der Ernte weiterverarbeitet. Das gewährleistet, dass die Inhaltsstoffe zum größten Teil erhalten bleiben. Bei den frischen Tomaten ist es so, dass diese während dem Transport schon viel an Inhaltsstoffen verlieren. Ja, nachdem wir uns jetzt ja für die Dosentomaten entschieden haben, stellt sich gleich die nächste Frage. Und zwar, wie Sie hier sehen können, ist auch die Auswahl bei den Dosentomaten relativ groß. Ich versuche euch jetzt anhand von ein paar Merkmalen zu zeigen, wie man schnell die guten von den schlechten Tomaten unterscheiden kann. So, ich habe uns jetzt mal drei Dosen rausgesucht und die schauen wir uns mal näher an. Wenn wir uns bei diesen Tomaten die Zutatenliste mal genauer anschauen, sehen wir, hier sind 60% Tomaten enthalten, Tomatensaft und Säureregulator Zitronensäure. Wenn wir in den Zutaten Zitronensäure lesen, dann ist das ein Merkmal dafür, dass die Tomaten chemisch gehäutet wurde. Das heißt, die Tomaten werden zum Enthäuten in eine Lauge geworfen und werden dann anschließend mit Zitronensäure versetzt, um die Tomaten wieder zu neutralisieren. Das ist die einfachste und kostengünstigste Lösung, um Tomaten zu häuten, aber auch die geschmacklich schlechteste Lösung. Denn die Tomaten werden durch die Zitronensäure sauer und eignen sich somit nicht für unsere Soße und können getrost im Regal stehen bleiben. So, dann schauen wir uns die nächsten Tomaten an. Und wenn man hier auf die Zutatenliste schaut, sieht man eben, dass nur geschälte Tomaten und Tomatensaft enthalten ist. Und so soll es eben auch sein. Diese Tomaten wurden mit keiner Lauge gehäutet, sondern durch ein anderes Verfahren. Und dadurch kosten die Tomaten ein bisschen mehr, aber das dankt uns der Geschmack, denn diese ist viel aromatischer und fruchtiger. Aber es geht noch eine Nummer besser und dazu schauen wir uns die Tomaten in der Mitte an. Übrig geblieben sind dann noch die San Marzano Tomaten. Diese sind unter Kennern als die beste Tomate der Welt bekannt. Die San Marzano Tomate war schon kurz vor dem Aussterben, aber dadurch, dass die Menschen wieder mehr Wert auf Qualität legen und dafür auch den einen oder anderen Euro mehr ausgeben, konnte diese alte Sorte gerettet werden. Die San Marzano Tomaten zeichnen sich durch ihre leuchtend rote Farbe und durch ihr unverwechselbares Aroma aus. So, und nun noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr Tomaten kauft, dann schaut bitte immer diese Zahl auf dem Deckel an. In diesem Fall ist es die 230. Diese Zahl beschreibt den Tag der Ernte. Und wenn diese Zahl zwischen 190 und 250 liegt, könnt ihr euch sicher sein, dass die Tomaten zum idealen Zeitpunkt geerntet sind.
So, mit dem theoretischen Teil sind wir jetzt fertig. Eins möchte ich euch noch sagen. Wir haben ja heute gelernt, dass die Dosentomaten in den meisten Fällen besser sind als die frischen Tomaten. Wenn ihr jedoch zu Hause einen Garten habt und die Tomaten selber anbaut und vollreif erntet, dann ist es natürlich die beste Qualität. Aber die Tomaten sind dann halt nicht aus Italien. Ich habe uns jetzt noch eine etwas größere Schüssel besorgt und in diese geben wir jetzt mal alle Zutaten. Angefangen bei den Tomaten. Als nächstes geben wir dann das Meersalz hinzu. Dann noch unser Olivenöl. Bei dem Basilikum achtet ihr bitte drauf, dass ihr ihn in kleine Stücke reißt. Somit verteilt sich später das Aroma viel besser in den Tomaten. So, nun sind alle Zutaten in der Schüssel. Jetzt fangen wir an und vermengen das Ganze. Bitte macht es nicht mit dem Stabmixer, denn die Tomaten enthalten Körner und mit dem Mixer wird man die Körner nur aufbrechen und dann wird unsere Soße bitter. Deswegen machen wir das mit den Händen und zerdrücken die Tomaten einfach schön gleichmäßig mit den Händen. Es dürfen auch ruhig noch Stückchen in der Tomatensoße sein. Das macht überhaupt nichts. So, unsere Tomatensoße ist jetzt fertig. So ist auch die Konsistenz perfekt. Jetzt kommt die Tomatensoße noch für eine Stunde in den Kühlschrank und dann können Sie sie schon verwenden. Heute habt ihr mal gesehen, wie man mit ganz wenigen Zutaten und ganz einfach eine richtig tolle Tomatensoße zubereitet. Ich hoffe, mein Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch schnell mit an meinen Ofen schauen. Dann backen wir uns noch eine leckere Pizza mit unserer frisch zubereiteten Tomatensoße. Macht's es gut, bis bald, ciao!